Rätische Bahn ist eines der Wahrzeichen der Schweiz. Ein Drittel des Streckennetzes gehört zum UNESCO-Welterbe. Die Bahn fasziniert Reisende aus aller Welt. Und sie ist pünktlich. Über 95% aller Züge haben eine Verspätung unter 5 Minuten. Ein Grund dafür liegt in einer zuverlässigen Stromversorgung für die elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Diese Aufgabe übernehmen 4 Einspeisestationen und 15 Unterwerke. Die Stationen waren seit fast 30 Jahren mit SIMATIC S5 automatisiert. Jetzt werden sie modernisiert. Bis Ende 2017 werden die Stationen mit SIMATIC S7-Steuerungen und SIMATIC HMI-Komfortpanels umgerüstet. Ja, die Produkte von Siemens sind bei uns schon länger im Einsatz. Wir hatten ja als Vorgängerprodukt die S5 und jetzt haben wir wieder erweitert mit S7. Im April 2016 wurde als erstes die Station am Bahnhof Landquart umgebaut. Die SPS-Technologie wurde modernisiert, die Schutztechnik mit Siprotec-Systemen ausgerüstet und das Blindschaltbild durch ein 19 Zoll SIMATIC HMI-Komfortpanel mit Touch-Bedienung ersetzt. Mit dem neuen Panel sind wir sehr zufrieden. Er hat den Vorteil, dass er viel übersichtlicher ist. Alle Daten stehen jetzt digital zur Verfügung. Die genaueren Messwerte hilft uns beim Eingrenzen des Fehlers, also bei Störungssuche. Dann wissen wir, bis zum Bahnhof X ist diese Spannung und danach vom Y weg ist keine oder weniger. Und das bringt zum Eingrenzen unseres Fehlers sehr viel. Mit der neuen Anlage haben wir natürlich jetzt auch im Komfort, dass alles gespeichert wird, die Fehlermeldungen auch in der Anlage, nicht nur auf der Netzleitstelle. Damit Störungen im Stromnetz schnell beseitigt werden können, nutzt die Rätische Bahn Fernwartung. Die aktuellen Anlagendaten werden an das zentrale Leitsystem nach Landquart übermittelt. Bei einer Störung wird von dort aus die Bereitschaft verständigt. Also die Fernwartung, die ist in dem Sinn auch mit den neuen Messwerten besser ausgerüstet. Wir haben die genauer als früher. Damit wird nach dem Projektabschluss ein wichtiger Schritt für eine sichere, unterbrechungsfreie Fahrtstromversorgung umgesetzt sein. Also der Plan ist, alle unsere Schaltanlagen und Unterwerke mit dem Produkt S7 umzurüsten. Und davon haben wir jetzt 3 Anlagen schon gemacht. Da wir alle Produkte von Siemens aus einer Hand kriegen können, ist das für uns natürlich viel einfacher.